monsieur, pas d'histoire, monsieur. Ça va, monsieur. Je marche. Ici. Hallo Leute, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute würde ich gerne wieder so ein Video machen, weil mich das auch schon viele Leute gefragt haben. Was halte ich von Fred Mastro oder Federico Mastro, dem Gründer von SDS oder Silla Defense System? Er ist ziemlich bekannt. Ich glaube, alle, die ein bisschen länger schon Selbstverteidigung machen, Kampfkunst, wie auch immer, dann kennen auch Fred Mastro und sein explosives Nahkampfsystem oder wie auch immer. Ja, ich würde gerne ein paar Videos zeigen und immer wieder höre ich dann auf und sage ich was dazu, was ich davon halte. Zeige ich am Anfang zuerst einmal so ganz normale Techniken und Videos von Seminaren. Danach gehe ich auf seine Messertechniken ein und dann zum Schluss kommt noch ein Video, was glaube ich die wenigsten kennen, weil der Fred Mastro hat wirklich tatsächlich noch einen Kampf gemacht im Ring gegen einen MMA-Kämpfer. Und da würde ich auch gerne was dazu sagen und euch das ein bisschen näher bringen. Okay, das heißt viel Spaß. So Leute, hier zeige ich euch ein paar Ausschnitte. Da könnt ihr sehen, wahnsinnig schnell ist er mit seinen Händen. Da könnt ihr es nochmal sehen mit Messer. Und da sieht ihr dann seine Techniken. Eigentlich alles ziemlich simpel und einfach ausgebaut. Und ziemlich explosiv, ja. Sehen Sie, eigentlich seine Schüler leiden ziemlich darunter, weil er ist überhaupt nicht zimperlich. Da können Sie sehen, dass er eigentlich immer die Höhen wechselt. Er schlägt oben, dann schlägt er unten, oben, Halsschlagadern, Adern und vor allem halt die Punkte, wo es am meisten schmerzt, so wie da zum Beispiel am Ellenbogen und so weiter. Da am Unterarm war vorher so ein Punkt, da zum Beispiel haben wir auch vorher gesehen, da wir auch schnell einen zu Boden bringen und so weiter. Selbstverständlich Genitalbereich, dann Kick, unten am Fußgelenk und dann noch nachtreten. Da können Sie auch zum Beispiel sehen, mit seinen offenen Händen macht er ziemlich viele Sachen. Da war zum Beispiel unten am Kehlkopf und dann gleichzeitig am Ellenbogen. Da ist es ziemlich dynamisch und man kann ziemlich schnell den Gegner kontrollieren, ja. Da auch nach unten und gleich wieder oben, unten. Das heißt, einfach immer die Höhen variieren. Das heißt, was mir beim Fred Mastro gefällt, dass er ziemlich schnell reagiert, ja. Man darf hier aber eines nicht vergessen, Leute, und das ist, dass man nicht vergisst, dass der Gegner auf der Straße sich bewegt. Ein Ziel, das sich bewegt, ist nicht so leicht zu treffen, wie wenn ein Partner steht und du kannst alles Mögliche mit ihm machen. Ja? Das heißt, es kann schon funktionieren, das sagt keiner auch, sollte man aber auch so trainieren, dass der Angreifer sich auch wehrt. Ja? Und deshalb sage ich immer wieder, jeder Kampfsportler oder Kampfkünstler oder SV-Lehrer, wie auch immer, Ausübende sollte auch unbedingt Sparring machen, dass man ungefähr wenigstens das Gefühl bekommt, aha, da kommen die Schläge, was macht man da? Und vor allem, dass man merkt, wie viele Sachen da auf einmal nicht mehr funktionieren, ja? Das ist ganz wichtig. So, eines darf man Leute nicht vergessen, auch SV-Experte. Es ist ganz wichtig, dass wenn du auf der Straße mit einem Schläger zu tun hast oder einem Boxer oder wie auch immer, ja, selbstverständlich ein Kampfkünstler oder Kampfsportler, der nicht weich im Birne ist, wird denn irgendwelche Leute angreifen, aber irgend so ein Psycho-Hooligan, wie auch immer, du kannst dich nicht auf einen Kampf mit ihm einlassen, ja, weil da wirst du höchstwahrscheinlich den Kürzeren ziehen. Deshalb sage ich auch oft, Leute, wenn die Heiner schon packt, wenn die Heiner schon schubst, wie auch immer, dann brauchst du hier nicht noch lange reagieren, beziehungsweise lange warten, bis der Aggressor reagiert, lange zögern, da bist du ziemlich falsch am Platz, auch wenn das manche sagen, na, das kann man nicht, du musst immer deeskalieren, wie auch immer. Ja, selbstverständlich, nur du musst damit rechnen, dass so ein Typ hat keine Hemmungen vielleicht und es reicht ein Schlag, du liegst am Boden und heutzutage ist das so, dass meistens auch mehrere Gegner dabei sind und auch wenn nicht, dann wird es jetzt wahrscheinlich nicht reichen und da kommen noch mehrere Tritte gegen deinen Kopf und so weiter. Das heißt, da muss man aufpassen. Deshalb ist es auch so, dass diese Kampfkünstler, also der Fred konzentriert sich nicht jetzt so quasi 1 gegen 1 jetzt kämpfen und dann schau einer, tastet den anderen und dann geht es wie ein Boxer aufeinander oder Kickboxer, wie auch immer. Nein, sondern sobald die Heiner
einfach primäre Ziele angreifen und tschüss, die Sache hat sich dann erledigt, ja? Weil auch ein Boxer, Kickboxer, MMA-Typ, wie auch immer, gegen solche Schläge, Halsschlagadern, Augen, Kehlkopf, Knie, Genitalbereich und so, das kann keiner abhärten, da kann keiner sagen, okay, da stecke ich locker weg und kämpfe ich dann mit meinen Sachen weiter. Da ist einfach Schluss, ja. Aber trotzdem sage ich, auch jeder Kampfkünstler, SV-Lehrer, Instruktor sollte unbedingt so trainieren, dass er auch die Schläge gewohnt ist und dass er auch die Schläge einstecken kann. Weil noch einmal ist das was ganz anderes auf der Straße, wie die Schläge in deinem Dojo mit deinem Sparringpartner. Okay, aber jetzt schauen wir uns die Messertechniken an. Da können Sie sehen, er geht die Stiegen hoch und jetzt zieht einer das Messer und er hat ihn auf die Hand gepanscht, dann Kehlkopfschlag und dann rennt er wieder davon. Okay, wir schauen uns das nochmal an. Das heißt, okay, die Stiege hoch, er stoppt ihn einmal, wie auch immer, zieht das Messer und dann, da sieht sie die ganzen Schläge, Kehlkopf, Knie und dann geht er wieder weg. Ich sage so Leute zu diesem Video, es könnte unter Umständen funktionieren. Wenn du vielleicht mit einem stark alkoholisierten Aggressor zu tun hast oder mit irgendeinem Möchtegern, keine Ahnung was. Aber glaubt mir Leute, wenn ich das Messer richtig fest in der Hand halte, richtig fest und habe ich vor, dich zu berauben, zu killen oder wie auch immer, kannst du mir noch so kräftig auf die Hand schlagen, schaffst du es nicht, mir das Messer aus der Hand zu schlagen, aus der Hand zu kicken oder wie auch immer. Das habe ich auch schon in dem vorletzten Video gezeigt. Das ist einfach unmöglich. Unter Adrenalinausstoß, Testosteron und so weiter. Und wirst du jemanden killen, dann hast du keine Chance, jemandem das Messer aus der Hand zu schlagen. Ja? Einzige, was du damit erzielst, ist, dass du ihn noch aggressiver machst und dann, statt dass du ihm die Geldbörse gibst oder was auch immer er von dir verlangt, scheiß auf die Kreditkarten, auf das Geld, wichtig ist dein Leben, versuch's nicht auf seine Hand zu schlagen oder wie auch immer irgendwelche Sachen zu erledigen, vor allem wenn du nicht wirklich auch irgendwie davon schnell laufen kannst. Du kannst dich nicht schnell entfernen aus dieser Gefahrssituation. Ja? Dann versuche nicht irgendwie das Messer wegzuschlagen, wegzukicken, wie auch immer, weil es kann sein, dass du den Aggressor noch viel aggressiver machst. Und danach ist ihm das egal, er dreht durch und stecht dich ab. Passt bitte auf, ja? Da zeige ich euch noch eine Technik. Das, wieder von einem Seminar, das habt ihr gesehen. Einer hat ihm das Messer am Bauch gehalten und er schlägt einfach so wie Scherenbewegung von rechts nach links und von links nach rechts. Und danach eventuell noch mit dem Knie das Messer quasi reinschneiden. Da sieht sie nochmal eine andere Technik. Das heißt immer zuerst diese Schocktechnik und dann so quasi, okay, das Messer wegschlagen. Schauen wir uns das noch einmal detailliert an. Das heißt, hier sehen wir das Messer am Bauch, dann noch einmal links, rechts, dynamisch auf Unterarm und das so quasi das Messer noch mal reinschlagen, da eventuell noch mal mit dem Kinn, damit das Messer noch tiefer kommt in den Bauch oder da so quasi auf Schulter, weil eigentlich dieser Schlag auf Schulter ist sehr schmerzhaft, aber dann immer noch in dieser Distanz mit dem Messer herumfuchteln und ist ein bisschen zu gefährlich. So, zu dieser zweiten Technik. Ich glaube nicht, dass einer dich von hinten am Nacken hält und dann kommt er mit dem Messer hier am Bauch, sondern eher hier am Hals. Oder ich halte das Messer hinten, so wie beim Pistolenentwaffnung, oder? Auch wird keiner so zu deinem Kopf kommen, damit du ihn entwaffnen kannst. Okay, ich kann dich hier festhalten, hier habe ich das Messer. Du nur irgendeine Zug, du machst, bam, da kommt der Stich. Und einer, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie schnell ein Stich in den Bauch kommt, vor allem in welche Dynamik und Brutalität das geht. Das heißt, unter Umständen könnte es funktionieren. Ich bezweifle sowas, ja. Mir gefallen sehr seine ganzen Techniken, diese waffenlose Techniken, aber das mit dem Messer, ich bin da einfach zu vorsichtig, ja, weil wirklich 99% von den ganzen Messertechniken funktionieren nicht. Vor allem schon gar nicht, wenn ein Partner da nur so kommt oder haltet nur das Messer oder wie auch immer. Und vor allem, wenn man weiß, dass man nicht abgestochen werden kann auf der Straße, ist das wieder was ganz anderes. Es kann sein, dass du selber, egal wie oft du trainierst, von Angst erstarrst. Aus Angst, du weißt, ein falscher Schritt und er stecht dich ab und das war's. Du kommst dann nicht mehr nach Hause, okay? Da spielen sehr viele Faktoren eine wichtige Rolle, was manche Leute vergessen, ja? Und das auch das zweite, zum Beispiel dieser Schlag auf der Schulter, wie auch immer, das war schon alles okay, aber trotzdem war das Messer alles noch viel zu nah am Körper, ja, ist meine Meinung, das ist jetzt kein Hate oder wie auch immer, ist nur meine Meinung. Wenn das funktioniert,
bei anderen Leuten, dann ist super. Aber ich persönlich glaube, man sollte da ein bisschen aufpassen, was dann die Messertechniken angeht. So Leute, in dem nächsten Video zeige ich euch, wie ihr vorgeht, wenn zwei Aggressoren auf dich zukommen, ja, so quasi zwei Schläger, du bist alleine, gehst alleine vorbei und das gefällt denen, ihnen gefällt nicht dein Gesicht oder wie auch immer, fangt dann irgendeine Streiterei an, was du da am besten tun solltest, schauen wir uns zuerst einmal das Video an. So, da sitze, er geht an denen vorbei, das heißt zwei Aggressoren, einer links, einer rechts und da hat sie, habt jetzt die Schläge sehen können, da zeigt er das noch einmal, auf was man da aufpassen muss, vor allem er sagt auch, man muss auch die primäre Ziele attackieren. Da sitzt sie jetzt bei dem ersten, der Schlag aufs Ohr und auf Kehlkopf und gleichzeitig rotiert er jetzt seine Hammerfaust und schlägt auf seine Halsschlagadern und so quasi befreit er sich aus der ganzen Lage. Das können wir uns nochmal anschauen, das heißt zuerst einmal der Schlag aufs Ohr, gleichzeitig kommt der Punch auf seinen Kehlkopf. Ich glaube, damit hat sich die Sache erledigt und da kommt diese rotierende Hammerfaust und dann nur diese Kicks und man kann davon laufen. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool, was er da zeigt, dass es richtig so dynamisch kommt, obwohl es musste nicht einmal mit der Faust sein, weil mit der Faust hier Richtung Kehlkopf, es könnte schon tödlich enden, ja, und das muss auch nicht unbedingt sein, man kann das auch sehr dynamisch mit der Schere machen und danach kann man immer noch die rotierende Faust machen. Auf was man da aufpassen sollte, wenn ihr wirklich einen vor euch habt und einen Aggressor hier, muss sie immer aufpassen. Ich persönlich würde das so machen, dass ich mir hier so quasi das Power hole und danach schlage ich ihn. Indem ich jetzt diese Power hole, kann das diese Peitsche bewegen und bam, und dann knall ich den Gegner oder den Aggressor, der davor steht mit der Faust. Ja? Warum zuerst diesen einen, was da steht? Weil wenn ich mich jetzt nur für ein paar Sekunden konzentriere auf den, was da steht und vergesse ich diesen Gegner da, du weißt nicht, wie schnell er da ist. Wenn er irgendwas sieht, da hat er passiert, irgendwas von mir, dann gehst du schon auf ihn ein. Ja? Und das ist auch meinem Freund passiert, der auch mit zwei Leuten Probleme gehabt hat. Hat er auch zuerst mit den anderen so hin und her und einer von der Seite hat ihm einen Schlag gegeben, das hat sich erledigt. Und jahrelang Thai-Box trainiert, das heißt, er war die Schläge gewohnt, aber trotzdem, da bist du einfach weg. Das heißt, zuerst einmal den beschäftigen und dann auf den hinschlagen, würde ich so machen. Selbstverständlich ist das wirklich, hat wirklich gut gemacht und diese rotierende Faust, da ist extrem viel Power. Das heißt, Respekt auch an ihn, hat wirklich gut gemacht. Aber ich sage es nur, man sollte immer aufpassen, wie die Leute stehen und dass man immer beide irgendwie in Auge behält. Ja, weil du vergisst nur für ein paar Sekunden den einen und der andere nutzt das aus und bam, die Sache hat sich erledigt. Okay, das war nur so ein Tipp von mir, okay, und jetzt schauen wir uns etwas an, Leute, es ist wirklich ganz interessant. Jetzt kommen wir zu dem besagten Video, wo ihn wahrscheinlich die Leute herausgefordert haben, dass er sein Können auch im Ring zeigt oder unter Beweis stellt. Man muss dann nur sagen, Leute, erstens einmal, der Gegner von Fred war mindestens, wenn ich mir das Video so ansehe, mindestens 30 Kilo schwerer MMA-Kämpfer. Das heißt, da gibt es keine Regeln. Das ist so quasi, der Fred hat nach Regeln von den MMA-Typen gekämpft. Ja? Das heißt, keine Augenstiche, kein Hepat, keine Schläge auf Kehlkopf, Knie, Genitalbereich, Kopfstöße und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, muss ich einmal sagen, bevor wir uns das Video anschauen, das Hut ab, dass er sich überhaupt getraut hat, von so vielen Leuten in den Ring zu steigen, obwohl er mindestens 30 Kilo leichter ist und der andere ist so ein richtiger Brocken, ja, das würde auch heutzutage nicht jeder machen. Ja, da wirklich Hut ab, dass er das gemacht hat, weil heutzutage die meisten SV-Trainer oder Instruktoren machen dann nur irgendwelche so McDojo-Techniken und er hat wenigstens den Mut bewiesen und ist ins Ring gestiegen. Aber was daraus geworden ist, schaut euch am besten selbst. So Leute, da könnt ihr sehen, komplett unterlegen. Ich schätze mindestens 30 Kilo Unterschied. Und dieses Gewicht, wenn auf dich drückt und dann kommen noch so Schläge von oben, da kannst du eigentlich deine SV-Techniken vergessen. Jetzt auch noch die Handschuhe dazu und Distanz und so weiter. Da ist nicht wirklich hier genau Überraschungseffekt dabei. Er versucht zwar immer zu kämpfen und geht auch ziemlich gut nach vor, aber er hat wirklich null Chance. Man sieht das in diesem Video, da ist er komplett unterlegen. Und glaubt mir, die 30 Kilo, das steckt er einfach nicht so leicht weg. Ne?
und der Gegner, der schlägt die ganze Zeit auf ihn ein. Da er versucht zwar immer zu treffen, aber er ist schon leicht benommen. Er versucht wenigstens seine Bodymechanik noch irgendwie auszunutzen und den Schlägen irgendwie zu entkommen. Das sieht man auch. Da jetzt kommen die Knie, das ist das, glaube ich, hat ihm noch den Rest gegeben. Und da jetzt die ganzen Schläge auf die Nieren und da kommen wieder Knie und so weiter. Und wirklich bewundernswert, dass er sich überhaupt noch auf den Beinen hält, weil da kann man jetzt sehen, was für ein Riesenunterschied das ist, die zwei Fighter. Ne? Vom Körper her, ne? Vom Körperbau her. Und man sieht da schon der Kampf vorbei. Und ja, das heißt, jeder geht wieder in seine Ecke. Das heißt, Leute, ich habe auch nur zufällig dieses Video gesehen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er sich überhaupt getraut hat, in den Ring zu steigen. Das heißt, noch einmal Hut ab, dass er das trotzdem gemacht hat. Vor allem, wenn du so einen Riesen siehst vor dir, der 30 Kilo schwerer ist, da kannst du nicht wirklich viel anrichten. Noch einmal, was da ganz wichtig ist, Leute. Das ist Ring, Straße ist Straße. Auf der Straße warte ich jetzt nicht. Gehe ich nicht auf Distanz und fange ich an mit zu kämpfen und gehe ich in die Stellung gegen einen Boxer oder so. Na, das mache ich nicht. Wenn ich sehe, dass er mich anpackt, wenn er mich schubst, wie auch immer, da kommen schon die schnellen Schläge, Augen, Kehlkopf, wie auch immer, ja. Und da kannst du schnell reagieren und das ist auch ziemlich schwierig, auch für einen erfahrenen Boxer, Kickboxer oder wie auch immer, wenn er irgendwo hier, da, Unterleib und so weiter Schläge abbekommt, ja. Die Straße ist schmutzig, nochmal. Wenn irgendein Kampfsportler sagt, er ist jeden auf der Straße überlegen oder wie auch immer. Da darf man nicht vergessen, dass draußen kein Schiedsrichter ist, du hast keine Schutzausrüstung und wie auch immer. Das kannst du nur dann irgendwie beurteilen, wenn du selber schon auf der Straße gekämpft hast. Ja? Ich muss aber noch was beichten, Leute. Und zwar, ich muss sagen, den vielen Malen, wo ich schon Auseinandersetzung hatte, arbeitsmäßig her, ja, das nicht, weil ich mir einfach danach war, muss ich sagen, 80% ist irgendwie nur mit Reden. Mit Reden sind wir auseinandergegangen. Aber ich habe mir oft gedacht, okay, jetzt mache ich diese oder diese Technik. Ich sage es euch, die restlichen 20% haben einfach nur mit der Faust funktioniert. Auch habe ich mir gesagt, okay, na, besser mit der Hand, dass ich mich nicht verletze oder wie auch immer. Aber du kannst dir das nochmal 100-mal sagen, auf der Straße irgendwie unter Instinkt, unter Adrenalinstoß einfach, bumm, und das hat einfach immer funktioniert und diese Peitschebewegung. Das war immer dabei und auf diese zwei Techniken zähle ich, ja, das ist so schnelle kurze Schläge oder auf die kurze Rippen oder diese Peitschenbewegung. Das heißt, von 10.000 Techniken, was du vielleicht irgendwo gelernt hast, wird auf der Straße vielleicht noch 5 oder 16, 10 funktionieren, wenn man irgendwelche Sachen auch mit den Beinen macht oder wie auch immer. Das heißt, sage euch einfach Wahrheit, ich habe mir da wirklich oft vorgenommen, okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Nein, kommst unter Stress, jemand packt dich, bumm, dann machst du einfach nur das Einfachste, das, was du irgendwie schon eingespeichert hast in deinen Kopf und auf was du einfach vertraust. Das heißt, noch einmal würde ich sagen, mir gefällt, was der Fred Mastro macht. Man sieht, dass er wirklich sehr silat dabei ist und diese ganze schnelle Techniken, waffenlose sind auch umgesetzt von Messer und so weiter. Das heißt, wirklich mir gefallen viele seine Sachen. Man muss aber auch so trainieren, dass der Partner nicht nur steht, sondern dass der Partner auch gegen Druck kämpft gegen dich und zeigt, aha, was funktioniert jetzt, wenn der Partner selber Druck macht, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem, was noch ganz wichtig ist, das mache ich auch, wenn ich Seminare veranstalte, das Geben und Nehmen. Du machst das ganze Zeit dynamisch bei mir, jetzt stelle ich mich und der Schüler macht das genauso dynamisch bei mir. Geben und Nehmen, diese gegenseitige muss immer dabei sein, ja. Und dass es immer mit Schmerz verbunden ist, das ist ganz normal, damit muss man leben, weil auf der Straße wirst dann was anderes belehrt, wenn du nicht trainierst, wie du trainieren solltest. Das heißt, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendjemanden beleidigt oder wie auch immer. Ich sage es wirklich, der hat sehr, sehr viel Erfahrung, der Typ, und gefällt mir wirklich, wie schnell und dass diese Höhen variieren und so weiter, das ist wirklich ziemlich gut. Ein paar Sachen mit Messer, ich persönlich mache es nicht, wenn das bei denen funktioniert, ist super. Ich mache nicht so diese ganze Messergeschichte. Ich trainiere nur mit Messer, um die eigene Bodymechanik zu verbessern und schneller zu werden, beweglicher und vor allem Reaktionsfähigkeit besser zu erlernen und schneller zu agieren und so weiter. Das heißt, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte Daumen nach oben und wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Ciao, eure Mario.